So. Da 3 war, schaut noch mal nach. Das wäre schön, wenn du mal fertig würdest. Du bist ein bisschen langsam, Hasenzahn. Wer bist du? Du bist doch auch Spritzenhaus, du bist doch auch Heiler. Warum habe ich dich denn immer noch nicht in grün gepackt? So, du bist normaler Heiler. Du kannst auch in Pause gehen. Hier ist ja nichts los. Pausenraum habt ihr ja. Du bist auch ein heilender Arzt. Du kannst auch in Pause gehen. Ich brauche erstmal nicht. Es fehlt nur noch ein Patient und das ist der hier. Der wartet auf die Station. Brauchst aber lange. Mal, was ist denn, Hasenzähnchen? Nun komm. Du bist hier meine Chefmechanikerin. Typisch Made in Deutschland, ja? Bauen Kisten, die nicht mal drucken können. Weil du willst ja auch eine Ausbildung haben, ne? Komm, du kriegst auch gerne als nächstes die Ausbildung. Daran soll es nicht scheitern. Ich bin bereit, da zu investieren. So, dann geht ihr mal alle in Pause. Sagen aber, darum müsste ich mir keine Sorgen machen. Also lege ich einfach Platten auf, bis mir jemand sagt, ich soll damit aufhören. Genau, einfach auflegen, Junge, einfach auflegen. So, hätten wir mal, es gibt negative minus 10 Ruf. Haben wir denn jetzt mal jemanden da, der mal eben hier Spritzenhaus? Peilung? Ich frage mich die ganze Zeit, wo sind denn meine... Mein Apotheker? Der ist immer noch in der Ausbildung, deswegen. Ach ja. Na komm. Pause zu Ende. So, dann wird der letzte Patient jetzt hoffentlich geheilt. Ne, wäre ja wünschenswert. Und dann kommt die nächste Welle. Stell dir mal vor, ihr lauft so durch die Gegend. Wie Karlsson vom Dach. Ja, jetzt kriegst du erstmal die Mechaniker 2 Ausbildung. Die zahlen wir auch. Komm, die Kohle haben wir. Nehmen wir uns einfach, ne? So, 12.000 verdienen. Sehr gut. Hilft aber nicht, wir haben Verluste. Weil diese Multifunktionsschwester, da weiß ich übrigens nicht, was ich mit der soll. Mal gucken, was kommt denn als nächstes? Gut, die sind schon mal pünktlich da. Habe es gefunden. Befasse ich mich morgen mit. Damit muss ins Bett. Wecker klingelt um 4 Uhr. Die Schlaftablette wirkt schon sehr gut. Du nimmst Schlaftabletten, das ist aber nicht so gesund. Aber gut, wenn du es brauchst, naja, was will man dagegen machen, ne? Ja, dann, kann ich ja in meiner sonoren Stimme versuchen, dich einzuschläfern, einschlafen zu lassen. 40 Patienten, gut, dass wir aufgerüstet haben, wa? So, meine Herren, fertig werden, jetzt wird's voll.
Natürlich noch ein Erdbeben. Ah, das wird sich einpendeln. Beziehungsweise war ja jetzt was anderes. So. Alles klar, wir müssen Preise erhöhen. Aber schwer ist das mit den Klamotten nicht, also. So, wir brauchen eine Topferei. Ich glaube, die war ein bisschen größer, ne? Topferei, da brauchten wir auch einen Arzt für, ne? Die braucht wirklich 4, ja, die würde hier nicht reinpassen. Ja, die müssen wir hier hinsetzen, ne? Gut, ist ein bisschen eng, aber... Auf der anderen Seite. So, ich sag mal, gute Nacht, muss noch unfallfrei ins Bett schlafen. Sadriver, ich wünsche dir eine gute Nacht. Komm gut in Schlaf und wir sehen uns gerne morgen. Wie gesagt, relativ spät, weil ich noch Besuch habe zu Planet Zoo. Übermorgen dann so gegen 19 Uhr, da mal eine Stunde früher mit dem Niklas zusammen. The Escapists 2. Wir versuchen aus dem Knast auszubrechen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Aber ich bin da guter Dinge. So. Dann bauen wir hier mal den hin und gut, vielleicht machen wir es auch so rum. Und dann machen wir die Eingangstür nämlich hier direkt hin. Oder auch nicht, weil der muss dann weiter nach oben geschoben werden. Das können wir aber durchaus machen. Oder machen wir, ne? Weil dann kommt der Patient hier rein und kann sofort heilen. Während unsere Krankenschwester, Pfleger, wie auch immer. Ne? Ihr versteht schon. So, die kommen überall hin. Sehr gut. Dann nehmen wir mal eben das Korbstühlchen. So, die Entchen. Und hier muss noch der... Ich würde sie gerne beide sehen, aber bekomme trotz... Mitteilung? Also ich schätze mal, keine Mitteilung. Trotz... Keine Mitteilung. Ja, ich empfehle, wenn du es hast, nutze Instagram. Da versuche ich mittlerweile jeden Tag rechtzeitig zu posten, wann ich online gehe. Twitter ist auch immer ganz gut. Und der Streamplan hier auf Twitch ist aktuell für diese Woche. Den habe ich heute nochmal umgemodelt wegen dem morgigen Tag. Da war eine etwas andere Planung. Also der wäre aktuell. Im Zweifel bitte gerne hier auf dem Streamplan gucken. Und eintragen. Was wir noch brauchen, ist so eine Funktion, dass das gleich aufs Handy eingetragen wird und du dann auf dem Handy eine Stunde vorher eine Nachricht kriegst, irgendwie sowas. Wir könnten mal was programmieren, oder? So. Haben wir alles? Feuerlöscher fehlen noch. Alles klar. So, dann haben wir hier auch 2 Feuerlöscher. Die fehlen hier zum Beispiel gänzlich, ne? Vergesst die immer, die Feuerlöscher. So. Hier haben wir welche, ne? Genau, hier haben wir welche. Hier haben wir welche. Das sind ja die Behandlungsbereiche. Ja, dann ist die Töpferei doch fertig. Sehr gut. Und wir haben ja einen Arzt, der müsste das eigentlich schaffen.
So, das wäre cool. Ich sage gute Nacht, Sadriver. Alles Gute, schöne Träume und vor allem einen schönen, tiefen, erholsamen Schlaf. Wenn du den schon mit Medikamenten unterstützt, dann soll er sich auch lohnen. Ne? Mit schönen Träumen und dann wird das bestimmt super. Und wenn wir es schaffen, sehen wir uns morgen wieder. Mach's gut. Bis dahin, danke. Ciao, ciao. Einmal drehen und wenden. So, wie lange braucht denn hier diese komische... Ach, das ist ja auch bald fertig. Dann können wir einen neuen Raum bauen. Wie schaut's aus? Ja, hier ist ein bisschen 15:30. Alles klar, das kriegen wir doch abgearbeitet, oder? Hier ist leider kein Platz für noch eine... ne? Du bist fertig. Perfekt. Dann müsstest du jetzt etwas schneller upgraden, oder? Beförderung, sehr gerne. Du möchtest weitergebildet werden. Können wir gerne machen. Habe ich denn jemanden in Standhaltung 2? Muss ich auch extern einkaufen, ne? Gut. Dann kaufen wir den mal eben extern ein. Es wäre schön, wenn das hier mal jemand wegmachen würde, bitte. Forschung abgeschlossen. Super. Aber damit du was zu tun hast, machst du gleich die nächste Forschung, nämlich Kryptologie Stufe 2. Das sind Mumien, die müssten auffallen. Also, wie war denn das hier? Was war denn? Kopfkrabben, ne? Das war doch, die wurden doch auch abgezogen, ne? Also ich glaube, wir brauchen jetzt aktuell nichts Neues. Standhaltung der Entleuchtungsklinik erforderlich. Ja, könnte man mal machen. Kommt denn jemand mit Spritzen? Oh, wir haben mal wieder Gewinn gemacht. Wir müssen nämlich dringend Gewinn machen. Und bei 40 wäre es natürlich schön, wenn wir noch ein Gebäude hätten. Was wäre denn, wenn wir den hier rübersetzen? Dann könnten wir hier noch eine allgemeinmedizinische Praxis machen. Und werd mal fertig, Mädchen. Ricky Hawthorne ist zurück, hier auf Radio 2 Point. Ich hoffe, ihr habt mich genauso vermisst, wie ich euch. Mhm. So, dann nehmen wir mal eben den hier, bearbeiten den, schieben den hier rüber. Dann könnten wir ja mal euch... Sekunde. So. So. Den Raum machen wir fertig. Hier. Kopieren. Den mümmeln wir da einfach mal rein. Zack. Ein ungültiges Objekt. Ich weiß zwar noch nicht welches, aber... Keine Ahnung. Ich stecke nicht drin, ich weiß es nicht. So. Und hier ist natürlich... Das ist natürlich sehr, sehr eng, aber die müssen ja auch nur zur Diagnostik. Dann könnte man im Zweifel nämlich hier das Klo verlängern. Aber das lassen wir erstmal. Oder? Oder wollen wir das mal eben machen? Komm, wir machen das. Bearbeiten. Das ist ja im Grunde nur der hier und der hier. Den wieder mal an den Rand, die weg, eine große Klimaanlage hin, weil der Raum größer geworden ist. So, und dann können wir nämlich den hier nehmen und hier hinpacken. So, hier eine Blume hin. Na, dann machen wir die Ecke auch mal eben schön. Hier kann noch was zur Unterhaltung hin und machen wir hier ein Bücherregal hin. Ah, komm, das geht. Da haben wir eine Blume. Dann machen wir hier noch eine Bank hin. So, wir brauchen ein bisschen Unterhaltung. Dann können wir ja hier zum Beispiel die giftige Kobra hinmachen, ne? Ich finde, das ist okay. So,
Wir nehmen das Regal mal weg. Das packen wir mal hier hin. Weil hier muss ja auch noch ein Mülleimer hin. Oh. Dann ist die Überlegung, machen wir hier einen Mülleimer hin? Ja, ne? Ich würde zwar eigentlich lieber eine Blume hinpacken, aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? So. Dann machen wir wieder die Triologie und den Mops. Aber man muss nicht zwanghaft Blumen kaufen. Es geht auch, wenn man hier Bilder hinhängt, dass man genug... kriegen wir den hier hin? Nee, ne? Der blöde Hund passt immer nicht. Hier könnte er hinpassen, genau. Dann packen wir ihn hier hin. Der Zauberspiegel wäre nicht schlecht. Warum? Weil der macht Kälte. Aber wo habe ich denn den Zauberspiegel? Ein Zauberspiegel. Nee, alles klar. Wobei hier unten wäre natürlich was zu essen und zu trinken auch nicht schlecht, ne? Dann lass uns mal hier einen Schneckautomat. Machen wir hier den Luxus-Getränkeautomat hin und den Luxus-Moped. So. Ich hoffe, wir können jetzt. Geht's weiter? Der kann nochmal abgedatet werden. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Richtig. Wo ist denn mein dritter Allgemeinmediziner? Ich habe ja mehrere davon. Warum läufst du hier unten rum? Bist du doof oder was? Das ist doch unmöglich. Wir gucken nochmal eben, ob wir irgendwas falsch eingestellt haben. Ja, daran liegt das. So. Ist korrekt, ne? Ein Arzt für zwei Räume. Wir haben unseren Forscher. Den diagnostischen Arzt brauche ich noch nicht. Den habe ich schon wieder viel zu früh eingestellt. So, Kosmos, Spritzenhaus, alles klar. So, nächste Beförderung machen wir. Weiterbildung benötigt. Haben wir gerade noch keinen Platz für. Da ist noch eine Mechanikerausbildung. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ich denke, wir brauchen noch einen Hausmeister, ne? Du warst ja mit Geisterjäger, ne? Dann kriegst du gelb. Gelb ist immer der Hinweis, das sind die Geisterjäger. Aber man sieht ja an den Blumen, dass wir schlichtweg zu wenig Hausmeister haben. Oh, da bin ich aber gespannt. Oh, kein Todesfall. Gut, kein Patientenpreis, aber auch kein Todesfall. Das kommt ja sehr selten vor. Song, die ich morgens beim Joggen höre. Ich liebe es, die Lower Bullocks entlang zu laufen, so schnell ich kann, bis ich zusammenbreche. Zum Glück sind ein paar Krankenhäuser in der Nähe. Ja, es ist auf ein erträgliches Maß gesunken. Also ich meine, 40 Patienten auf einmal ist natürlich auch eine ganze Menge. Ne? Also das hat man jetzt nicht vergessen. Wir müssen jetzt gleich Weiterbildung 2 haben, ne? Also 2 weitergebildet. Die Zahlen werden kleiner, das ist gut. Also hier die Zahlen, ne? Ja, freie Weiterbildungsplätze, ich weiß. So, wir können das so machen, ne? Instandhaltungsdurchsage, Mülleimer. Weil wenn wir Geld haben, dann macht es ja auch Sinn, das einzusetzen.